Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lord 4. Ich habe ja gesagt, dass ich in dieser Folge in dem Haus da anfange. Das mache ich jetzt aus gutem Grund doch nicht, nachdem ich das hier schon mal durchgespielt habe in einem früheren Spieldurchlauf. Weiß ich, dass es hier zu einem ekligen Bug kommen kann, zu einem nervigen. Und zwar, normalerweise, wenn man hier das erste Mal ist, lebt der Bewohner noch und man muss die Mirelurks töten. Die waren aber schon tot. Da seht ihr sie ja liegen, ne? Es ist für mich ein Indiz, dass der Barney, der hier wohnen soll, wahrscheinlich auch schon tot ist. Und deswegen kann es hier eventuell in Verbindung zu einem Bug kommen, wenn ich nämlich die Quest. Das ist eine sonstige Quest. Ja, schon. Soll ich schon wieder Volt 88 verteidigen? Sag mal. Kriegen die das nicht alleine auf der Reihe? Ich schätze, da muss ich jetzt mal kurz hin. Volt 88 ist eine schwierig zu verteidigende Sache, weil alles so verwinkelt ist. Fürchte. Ja, ich mach mal Pause-Taste. Das tut jetzt nichts zur Sache. Das überspringe ich euch. Ja, jetzt muss ich euch doch mal schnell was zeigen. Neulich habe ich ein Gauss-Gewehr geklaut in der Britwin. Und jetzt sehe ich, dass meine eigenen Siedler, Waffenhändler, die es auch im Angebot haben können. Also, ich hätte eigentlich nur, offenbar nur die Händler abklappern müssen, dann hätte ich früher oder später eins gefunden. Die verkauft jetzt eins, kostet 274, ist nicht einmal besonders schwierig. Das meine ich aber wichtig genug, dass ich euch das jetzt doch zeigen wollte. Und ja, ich habe jetzt hier ordentlich aufgeräumt, musste den halben Volt, also die ganzen Gänge hinten rum, musste ich abgrasen. Ein Gegner schwirrt hier irgendwo noch rum. Halt, nein, nicht das Tesla-Gewehr, um Gottes Willen, bloß nicht. Das ist ein Einzelstück. So. Dann Kampfrüstung könnte ich zwar schon brauchen, aber nicht, will ich jetzt nicht mit mir rumschleppen. So, gut. Wir sehen hier noch Mords Alarm. Den einen, der jetzt hier fehlt, den werden wir jetzt noch zusammen abmurksen. Und dann geht's wieder zurück zum Haus. Also ihr habt jetzt sowieso einiges. Ja, habe ich einiges übersprungen. Jetzt nur, wo ist die? Die ist wohl irgendwo dahinter gepackt. Die habe ich nämlich vorhin schon gesucht. Ich zeige euch jetzt mal den Leichenhaufen, den ich da hinten hinterlassen habe. Irgendwo hier muss die sein, aber angeblich hinter dieser Wand. Ja, also auf der Höhe. Jetzt unter uns. Die hat sie wohl irgendwie in diesem blöden Gang. Dieser Gang ist ein Problem. Da ist er auch schon. Ja, und da hier Leichenpflastern meinen Weg. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Wenn euch das passiert, macht es so wie ich jetzt hier. Nicht TF-Toggle-Free-Camera, sondern TCL. Ja, was hilft's da? Also, geht nicht anders. Ich komme sonst nicht an dir ran und sonst ist der Alarm nicht zu Ende. Da Was zum steht Teufel sie. war da? Genau. Neutralisiert. Ansonsten hört der Alarm nicht auf. Was hilft's, wenn mir das Spiel mit solchen Bugs kommt? Kann ich mir eigentlich nur so helfen. Das war's jetzt, oder? Oder ist da noch was? Dann habt ihr zumindest gleich gesehen, wie ihr solche Probleme lösen könnt. Ich habe mir jetzt dadurch gar keinen Vorteil verschafft. Ich habe sie nicht mal gelootet. Unter mir ist auch angeblich noch irgendwas. Na wunderbar. Und. Ja. Deswegen wollte ich das offscreen machen, weil ich weiß, dass Angriffe auf Volt 88 solche Probleme mit sich führen. Das ist immer kein schöner Anblick. Ich dachte, ich hätte hier hinten schon alle erledigt, aber offenbar habe ich den übersehen. Irgendwie, der war wohl in einem Nebengang, weil da bin ich vorhin auch schon gewesen. So, es gibt keine beschädigten Objekte, zumindest das. Feind besiegt. Und dann verbrennen wir mal die Leichen. Also ich habe mir jetzt durch den einen Cheat da keinen Vorteil verschafft. Wie gesagt, ich habe sogar auf den Loot verzichtet. So nötig habe ich es nicht.
Ich habe jetzt momentan 9241 Kronkorken, dabei habe ich heute schon 5000 Kronkorken versemmelt für Munition. Und jetzt sind wir hier fertig und widmen uns wieder der Aufgabe. Also das Kommando heißt TCL, selbe Kommando wie in Skyrim. Toggle Collision Level oder so ähnlich wird das wohl heißen. Es ist nämlich so, ich habe das letzte Mal auch so einen Bug gehabt, wo ich da war. Da war auch so einer, da genau an derselben Stelle. Das scheint die Stelle zu sein, wo die Angreifer durch die Wände glitschen. Und das Ende vom Lied ist, ich habe mir gedacht, naja, mit dem einen werden sie schon fertig werden. Und dann bin ich also wegteleportiert und dann kam hinterher die Nachricht, dass Volt 88 den Kampf verloren hat, ja? Und das sehe ich ja gleich überhaupt nicht ein. Da ist dann nur noch ein Gegner übrig und dann verlieren sie den Kampf nur wegen einem Bug. Also das sehe ich nicht ein. Es verschwinden ja dadurch Gegenstände aus der Werkbank, ne? Es ist also nicht so, dass das ohne Folgen bleibt. Und das sehe ich nicht ein, dass ich wegen einem Bug Nahrungsmittel, Wasser und keine Ahnung, was da noch alles verloren geht, verlieren kann. Wertsachen halt, ne? So, und jetzt kann es hier mit diesem Haus, wir sind jetzt hier, also wieder beim Haus der Familie Rook, hier kann es zu einem Bug kommen. Normalerweise, wenn man das erste Mal hierher kommt, wahrscheinlich habe ich das beim Freischalten. Nee, ich habe es ja eben erst freigeschaltet. Also, das kann es nicht sein. Aber ich war wohl in Salem und das war wohl nahe genug, um das Ereignis mit den Meyerlurks hier auszulösen. Und dann normalerweise kriegen wir eine Quest, dass wir Barney verteidigen sollen. Und wenn wir das schaffen, keine Ahnung, was dann passiert. Ich habe es damals nicht geschafft. Auf jeden Fall hatte ich dann eine tote Quest im Questbuch, weil ich es nicht geschafft habe. Es kann sein, dass dieser Bug gefixt ist mittlerweile mit dem inoffiziellen Fallout 4 Dings. Tja. Tja, 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 tja. Hier sollte jetzt eine Leiche liegen irgendwo. Zwei Leichen, beziehungsweise. Das war vielleicht der inoffizielle Patch, der hat die Leichen vielleicht entfernt, damit es nicht zu dem toten Spielstand kommt. Kann sein, oder? Ich habe mich noch nicht überall umgeschaut. Hoffentlich komme ich trotzdem in den Keller rein. Das wäre bitter, wenn ich das nicht schaffe. Eichhörnchenbissen interessiert mich nicht. Vielleicht muss ich außerhalb des Hauses gucken, dass der da irgendwo rumliegt. Er sollte unterm Dach liegen. Ich habe mir extra ein Wiki hergeholt, ein englisches, in dem der Bug auch beschrieben ist, damit ich jetzt hier keinen Scheiße baue. Hier ist wohl auch der Familienfriedhof. Also ich gehe jetzt gerade davon aus, dass der Bug vom inoffiziellen Patch gelöst ist. Auf die eine oder andere Weise. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Und die Leichen deswegen nicht rumliegen. Hoffentlich komme ich trotzdem rein. Schlüssel Das Schloss lässt erforderlich. sich nicht knacken. Ja, verdammte Axt. Ja, und jetzt? Jetzt stehe ich da. Und komme da nicht ran. Das ist bitter. Das ist bitter. Wenn es nicht wegen einem Heft wäre, könnte es mir egal sein. Vielleicht haben die Programmierer ja von dem inoffiziellen Patch dran gedacht, den Schlüssel hier irgendwo hinzulegen. Aber hier liegt nichts. Auch keine Leiche. Hier vielleicht? Ne, das ist nur ein Metalleimer. Also, tja, da bin ich jetzt ratlos. Ich glaube, ich muss da nachforschen, ansonsten kommen wir hier nicht weiter.
Und ich sehe gar nicht ein, dass ich wegen dieser verpackten Scheiße jetzt auf das Heft verzichten soll. Das fällt mir im Traum nicht ein. Mal gucken im Regal, ob da ein Schlüssel liegt. Der sollte eigentlich in Barneys Leiche drin sein. Und wir haben aber keine Leiche. Vielleicht da oben. Ist das Dach gemeint? Nee. Auch nicht. Das ist nur ein Vordach, ne? Und das Nebengebäude ist das vielleicht gemeint? Vernagelt. Bevor ich jetzt hier irgendwie mit der Cheat-Konsole rummache, check ich lieber mal das ab. Nö. Und was ist mit dem Nachbarhaus? Ist da noch eins? Solche Orte waren früher auf Postkarten zu sehen. Und jetzt schau ihn dir an. Ja, da ist was dran. Nö, ich forsch mal nach. Pause-Taste. So, und meine Nachforschungen haben ergeben, dass er eigentlich auf dem Dach stehen sollte, wenn er uns die Quest gibt und uns sagen soll, wir sollen die Myalurx töten. Die sind aber schon tot. Wir finden auch keinen toten Barney, wie es eigentlich sein sollte. Es kann also sein, dass er in seinem Bunker ist. Und an den kommen wir nicht ran. Wir können ihn jetzt Folgendes versuchen. Tageszeit, vielleicht ist er da, wenn... Wo kann man denn hier mal eine Runde pennen? Oder warten? Entweder das, oder es gibt einen Cheat, den ich noch gefunden habe. Aber das ist wirklich das allerletzte, was ich versuchen möchte. Ich werde jetzt mal hier auf dem Stuhl warten, bis es Tag ist. Und dann gucken wir mal, ob er dann anwesend ist. So. Dann haben wir 10 Uhr morgens und wenn er dann nicht anwesend ist, muss ich davon ausgehen, dass das immer noch verpackt ist. Es gibt offenbar eine ganze Menge Bugmeldungen bezüglich dieser Quest. Also auf dem Dach turnt niemand rum. Bekomme ich immer noch auf. Schlüssel? Niemand da. Jo, dann war das nicht die Lösung dieses Problems. Jetzt versuche ich mal das. Das ist der Code, den ich ermittelt habe. Wenn ich das jetzt eintippe. Moment, ich lasse den mal länger da. Place at me, Leerzeichen 004D472. Dann sollte er tot oder lebend neben mir auftauchen. Und offenbar lebt er noch. Red aber nicht mit mir. Gut, ich brauche an und für sich nur den Schlüssel. Den kriege ich auf die Weise nicht. Das löst also mein Problem auch nicht. Ja gut, dann lade ich den letzten Spielstand nochmal neu. Reden tut er mit mir nicht. Es gibt noch einen zweiten Code, den ich probieren könnte. Und zwar... Place at me ist schon richtig. 00067096. Mal gucken, ob dann ein an. Nee, das funktioniert bei uns nicht. Vielleicht habe ich eine 0 zu viel. 7 6 7 10 9 6. Nö, der funktioniert gar nicht, der Dings. Ich muss mal weiter forschen. Jo, ich habe jetzt in einem englischsprachigen Video was gefunden. Ich weiß aber nicht, ob das Problem löst. Dieser Sicherungskasten da. Mal schauen, was passiert, wenn wir den aktivieren. Ob es dann irgendeine Reaktion gibt. Oder ob gar nichts passiert. Das ist unklar. Jetzt schauen wir uns die Bodenluke nochmal an. Bekomme ich nicht auf. Also das sollte eigentlich irgendwelche Geschütze aktivieren. Wobei ich gar keine Ahnung habe, wo die sein sollen. Ich habe hier keine Geschütze gesehen, nirgends. Ja, diese Quest ist verbuggt wie die Hölle. Kann man nicht anders ausdrücken. Und es kann sogar sein, dass Barney vom Dach gefallen ist und hier landet. Das haben wir aber auch schon gecheckt, diesen Barney.
scheint's in unserer Version, in unserer Zeitlinie einfach nicht zu geben. Jetzt probiere ich mal was. Es ist furchtbar, wenn man zu solchen Mitteln greifen will. Ich mache das nicht gerne. Unlock. Ich will an und für sich nur das Heft und dann scheiße ich auf die blöde Quest. Dann habe ich halt diese Quest nicht gelöst. Ja. Wenn ich so da an das Heft reinkomme, soll mir das genügen? Dann kann die Quest meinetwegen zum Teufel. Ja, die kann mich mal am Boppers kratzen. Also, ich nehme an, so komme am ehesten zum Ziel. Und unser Ziel ist das Heft und nicht diese Quest. Wir werden uns aber trotzdem hier umschauen. Er würde uns sein Gewehr schenken. Der Ort hier ist echt vor die Hunde gegangen. Wenn wir ihn helfen, ihn gegen die Meyerlurks zu verteidigen. Aber auf das Gewehr kann ich verzichten. Das muss nicht sein. Das muss echt nicht sein. Dafür werde ich auch nicht cheaten für sowas. Ich will einfach nur dieses Heft haben. Und ich sehe nicht ein, dass ich auf das Heft verzichten soll, nur weil Bethesda solche Bugs reinhaut. Das sehe ich einfach nicht ein. Ja. Wenn dieser Bug nicht da wäre, kämen wir ganz regulär über die Quest hier runter. Dann würde er uns nämlich den Schlüssel geben. Und dann dürften wir den Keller nämlich betreten. Du magst Antiquitäten, nicht wahr? Pimpel. Irgendwas leckt hier. Vielleicht merkt das Spiel, dass wir gar nicht hier sein sollten. Leuchtfackel. Und da ist das gewünschte Heft. Pistolen und Patronen. Dann nochmal, ja. Du hast eine Ausgabe von Pistolen und Patronen gefunden. Schusswaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Es legen nicht mehr genug Leute Wert darauf, ihren Prozessor auf Vordermann zu halten. Ja, ich finde es schade, dass man zu solchen Mitteln greifen muss. Nur um so ein Heft zu finden. Ja, da bräuchte ich jetzt wieder einen Schlüssel. Das ist mir jetzt nicht wichtig, deswegen werde ich jetzt nicht cheaten. Ich könnte das jetzt auch öffnen mit Unlock-Dings da, aber das lassen wir. Ja, wir haben das Heft. Das schuldet uns Bethesda einfach, wenn sie diese solche Bugs sind. Und offenbar hat auch der inoffizielle Fallout 4 Patch dieses Problem nicht gelöst, sonst hätten wir es ja nicht, ne? Jo. Gut. Dann mache ich an der Stelle einen Cut. In der nächsten Folge ist dann das nächste Heft dran. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich Informationen über die Waffe finde. Reaper würde das Gewehr heißen. Das haben wir vorhin auch kurz gesehen, als wir in seine Tasche geguckt haben. Und da heißt es, ist eine einmalige Hunting Rifle, Kampfflinte wird das wohl heißen. Und kann das irgendwas Besonderes? Spawns with random modification based on what level the soul survivor is upon encountering burning rock. Also es kann, es ist keine legendäre Waffe und hat keine speziellen Effekte, also hat halt einfach nur einen Namen. Können wir, glaube ich, gut drauf verzichten. Und wegen dem Ding würde ich jetzt sowieso nicht zum Cheaten anfangen. Mir ging es nur um das Heft und das haben wir. Gut, an der Stelle mache ich einen Cut. Schade, dass mir die Quest nicht mitlösen konnten. Wäre schön gewesen, wenn ich das auf regulären Wege geschafft hätte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.